Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es mal wieder nach Lightroom, denn dort möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, wie du mit Bildern umgehen kannst, die für dich vielleicht schon verloren aussehen, weil der Himmel nicht gut aussieht, weil er ausgebrannt ist, wie auch immer. Und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich habe Lightroom jetzt wieder geöffnet und werde dir jetzt anhand dieses und ein paar weiteren Bildern mal zeigen, wie wir ja Himmel retten können, die schon relativ ausgebrannt aussehen. Also gerade jetzt hier in diesem Bild zum Beispiel, da ist die Sonne gerade wieder rausgekommen und ich glaube, da habe ich nicht mit dem Filter fotografiert. Das ist natürlich immer die erste Variante, die man jetzt anbringen könnte. Wenn man es fotografisch lösen kann, sollte man das natürlich auch tun. Also entweder mit einem Verlaufsfilter fotografieren oder auch einfach mehrere Belichtungen machen, wo dann ein zweites Bild eine dunklere Belichtung hat und man die dann im Endeffekt zusammenführen kann. Das funktioniert aber natürlich in Lightroom, ja, nur bedingt. Man könnte hier einen 32-Bit-HDR draus machen, aber grundsätzlich geht das in Photoshop dann natürlich noch ein bisschen besser. Aber wenn man jetzt nur eine Belichtung hat, so wie ich jetzt hier in dem Fall, und das Bild aber trotzdem sehr, sehr schön ist und den Himmel man retten möchte, dann geht das wie folgt. Ich habe dir ja schon in einem letzten Video mal gezeigt, wie man sehr, sehr gut maskieren kann in Lightroom. Falls du das noch nicht gesehen hast, dann solltest du das auf jeden Fall mal zuerst abchecken, denn diese Methode werde ich jetzt auch hier wieder verwenden. Ich werde also mir den Himmel anwählen und dafür gehe ich jetzt erstmal ein bisschen weiter raus aus dem Bild, denn ich brauche jetzt im nächsten Schritt hier meinen Pinsel und den werde ich jetzt sehr, sehr groß einstellen, wie du hier schon siehst. Und ich drücke dabei mal die Taste O, damit man die Überlagerung der Maske besser sehen kann. Und ganz wichtig ist hier auch noch automatisch maskieren. Und jetzt klicke ich hier einfach nur einmal in dieses Bild rein, in den Himmel, da wo es besonders hell ist. Und schon bekommen wir hier entsprechend automatisch eine Überlagerung für alle Pixel, die ungefähr gleich hell sind und die gleiche Farbwerte ungefähr haben. Und jetzt ist noch nicht der ganze Himmel ausgewählt, deswegen klicke ich hier noch ein paar Mal rein und du siehst, ja, jetzt ist ein bisschen viel ausgewählt worden, aber das können wir jetzt auch ganz einfach hier noch so ein bisschen verändern, indem wir jetzt hier die Auswahl mal noch so ein bisschen hin und her schieben. So gefällt mir das ganz gut und jetzt können wir mit gedrückter Alt-Taste hier das natürlich überall dort wieder rausmalen, wo wir es jetzt nicht brauchen. Wie jetzt zum Beispiel hier in dem Wasser, da würde ich es eher ein bisschen rausnehmen. Zack, hier auf dem Berg. Und hier auf dem Berg an sich sieht es schon ganz gut aus. Hier sind nur die Häuser so ein bisschen noch angewählt. Aber ansonsten haben wir jetzt hier schon ein sehr schönes Ergebnis. Ich drücke nochmal O, damit ich jetzt hier aus dieser Ansicht wieder rauskomme. Und jetzt kann ich ganz einfach hier die Belichtung etwas runterdrehen, vielleicht auch die Lichter noch etwas runterdrehen, ein bisschen Kontrast noch mit reinbringen. Und wenn wir es ein bisschen dramatischer machen wollen, natürlich auch ein bisschen Klarheit hier noch reindrehen. Und schon haben wir hier ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das funktioniert natürlich immer nur dann, wenn der Himmel nicht zu 100% ausgebrannt ist. Also du siehst jetzt hier, dass das Histogramm auch teilweise so ein bisschen rechts anstößt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel einen kleinen Part. Wenn ich jetzt hier mal die Taste J drücke, dann siehst du, dass wir hier an dieser Stelle kleine Pixel haben, die 100% ausgebrannt sind. Also die kann ich dann an der Stelle nicht mehr retten. Aber für Bilder, die kurz davor sind auszubrennen, da ist das perfekt und da funktioniert das richtig gut. Ich zeige dir jetzt hier nochmal ein kurzes Vorher-Nachher. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Und wirklich mit wenigen Mausklicks haben wir hier an dieser Stelle den Himmel gerettet. Ich klicke jetzt hier mal auf Fertig und wir schauen uns mal das nächste Bild an. Das ist auch ein Bild von den Färöerinseln und auch hier geht das wieder ganz einfach. Einfach den Pinsel hier nehmen, relativ groß einstellen, sodass er wirklich über das gesamte Bild passt und einmal reinklicken. Ich klicke nochmal die Taste O, genau, und dann sieht man das jetzt hier auch nochmal, wo jetzt überall maskiert wurde. Natürlich kannst du das jetzt hier im Wasser so ein bisschen rausnehmen, wobei ich das gar nicht mal unbedingt machen würde, weil wir natürlich hier auch so eine leichte Spiegelung drin haben und die kann man natürlich auch so ein bisschen mit abdunkeln. Und dann drehen wir das Ganze hier einfach ein Stück weit runter, ein bisschen mehr Kontrast rein, ein bisschen mehr Klarheit vielleicht rein, vielleicht sogar ein bisschen Dunst entfernen. Das macht den Himmel natürlich auch nochmal ein bisschen schöner. Und schon haben wir hier wieder ein tolles Ergebnis, vorher, nachher. Ja, du siehst, man könnte das jetzt hier natürlich in dem Wasser auch noch mal ein bisschen rausnehmen, wenn einem das jetzt nicht so sehr gefällt. Aber wir haben mit wenigen Mausklicks hier den Himmel immer sehr schön gerettet und vor allem den Himmel erstmal sehr schnell angewählt und können ihn dann entsprechend gut retten. Gucken wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Hier haben wir auch ein Bild, wo es sehr stürmisch war, wo es auch sehr doll geregnet hat und hier viel Nebel im Hintergrund war. Und auch hier könnte ich jetzt natürlich wieder anfangen, mit einem Verlaufsfilter erstmal zu arbeiten. Aber das Problem ist, dass natürlich der Verlauf nach unten hin immer schwächer wird. Und von daher finde ich diese Variante mit dem Pinsel eigentlich ziemlich genial. Ich klicke einmal hier wieder rein.
Lass mir hier die Überlagerung wieder anzeigen lassen mit der Taste O. Ja, jetzt könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, hier will ich es wieder ein bisschen rausnehmen in den Wellen im Vordergrund, da brauche ich das weniger. Auch hier in den Wellen und vielleicht hier über dem Wasser, da brauche ich es auch nicht unbedingt. Den Berg da hinten, den lasse ich mal drin, den möchte ich auch gerne ein bisschen mit bearbeiten. Aber hier in dem Vordergrund, da brauche ich es nicht. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal wieder an. Ein bisschen Belichtung runter, ein bisschen die Lichter rausziehen, dafür mehr Kontrast rein und vor allem Dunst entfernen kann hier mit rein, damit wir hier ein bisschen mehr Details sehen. Und schon haben wir hier ein paar mehr Wolken im Himmel drin. Ja, ein bisschen Klarheit können wir hier vielleicht noch mit dazugeben. Und jetzt schau dir mal den Unterschied an, was wir innerhalb kürzester Zeit hier an diesem Bild gemacht haben, um es zu retten. Ich finde das richtig genial. Und jetzt muss man natürlich noch das Bild insgesamt bearbeiten, aber ich wollte dir einfach mal zeigen in diesem Video, wie schnell und wie einfach man so ein vermeintlich schlechtes Bild doch noch retten kann, indem man einfach den Himmel noch ein bisschen zurückholt und das mit wenigen Mausklicks. Also es ist bei weitem nicht mehr so schwer wie früher, sondern das geht jetzt richtig einfach. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, poste sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du auch mal in meinem Online-Store vorbeischaust. Dort gibt es aktuell eine Rabattaktion mit 15%. Es gibt Luminar-Videos, es gibt Lightroom-Videos, es gibt Photoshop-Videos. Also richtige Videotrainings mit mehreren Stunden Laufzeit. Und ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was mit dabei. Ansonsten kannst du natürlich auch bei Instagram vorbeischauen. StefanSchäfer90 heiße ich dort. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgst. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten.